Die Kunst des Pirschens. 10. Kapitel. Der Kriegertrupp des Nagual. Als Don Juan der Meinung war, dass der rechte Zeitpunkt für meine erste Begegnung mit seinen Kriegern gekommen sei, ließ er mich auf die andere Ebene der Bewusstheit überwechseln. Dann stellte er eindeutig klar, dass er keinen Einfluss darauf hätte, wie sie mich behandeln würden. Er versicherte mir, dass er sie, falls sie beschließen sollten, mich zu schlagen, nicht daran hindern könne. Sie könnten mit mir machen, was sie wollten, außer mich töten. Er betonte immer wieder, dass die Krieger seines Trupps eine perfekte Kopie des Trupps seines Wohltäters seien, nur dass einige der Frauen noch wilder und alle Männer ganz einzigartig und mächtig wären. Darum könnte meine erste Begegnung mit ihnen zu einem brutalen Zusammenstoß geraten. Ich war einerseits nervös und ängstlich, andererseits aber mehr als neugierig. Meine Gedanken kreisten wie wild um endlose Spekulationen, meist um die Frage, wie diese Leute aussehen mochten. Don Juan sagte, er habe nun die Wahl, mich ein kompliziertes Ritual einüben und auswendig lernen zu lassen, wie er es hatte tun müssen, oder die Begegnung so beiläufig wie möglich zu gestalten. Er wartete auf ein Omen, das ihm zeigte, für welche der beiden Möglichkeiten er sich entscheiden sollte. Sein Wohltäter hatte es ähnlich gemacht, nur hatte er verlangt, dass Don Juan das Ritual erlerne, bevor das Omen sich einstellte. Als Don Juan ihm dann seinen sexuellen Tagtraum mit 4 Frauen zu schlafen verriet, deutete sein Wohltäter dies als Omen, er setzte sich über das Ritual hinweg und musste schließlich wie ein Viehhändler um Don Juans Leben feilschen. In meinem Fall wünschte Don Juan sich ein Omen, bevor er mich das Ritual lehren wollte. Einmal, als Don Juan und ich durch eine Stadt an der Grenze fuhren, hielt ein Polizist mich an. Er hatte Verdacht geschöpft, als ich über einen anderen Autofahrer empört laut auf die Hupe drückte. Der Polizist hielt mich für einen illegal eingereisten Ausländer und wollte sich meine Erklärung gar nicht anhören. Erst nachdem ich ihm meinen Pass, den er für gefälscht hielt, und noch andere Dokumente gezeigt hatte, ließ er mich weiterfahren. Don Juan hielt diesen Zwischenfall für das Omen, auf das er gewartet hatte. Er hatte die ganze Zeit neben mir auf dem Beifahrersitz gesessen und der Polizist hatte ihn keines Blickes gewürdigt. Er hatte sich nur auf mich konzentriert. Don Juan deutete das als Omen in dem Sinn, dass es zeigte, wie schädlich es für mich sei, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Daraus folgerte er, dass meine Welt von großer Einfachheit und Selbstverständlichkeit sein müsse. Komplizierte Rituale und Pomp entsprächen nicht meinem Charakter. Er räumte aber ein, dass eine gewisse Einhaltung ritueller Formen am Platz sei, wenn ich mit seinen Kriegern Bekanntschaft machte. Ich sollte damit anfangen, dass ich mich ihnen vom Süden näherte. Denn dies sei die Richtung, in die der ununterbrochene Fluss der Kraft verläuft. Die Lebenskraft fließt uns von Süden zu, und wenn sie uns verlässt, fließt sie nach Norden. Er sagte, der einzige Zugang zur Welt eines Nagual sei von Süden her, und die Pforte werde von 2 Kriegerinnen gebildet, die mich begrüßen und mich einlassen würden, falls sie dies für gut befänden. Er brachte mich in eine Stadt in Zentralmexiko zu einem Haus draußen auf dem Land. Als wir uns diesem zu Fuß aus südlicher Richtung näherten, sah ich 2 kräftige Indianerinnen, die sich im Abstand von 4 Fuß gegenüberstanden. Sie waren etwa 30 oder 40 Fuß von der Haustür entfernt an einer Stelle, wo die Erde festgestampft war. Die beiden Frauen waren ungewöhnlich muskulös und wirkten streng. Beide hatten langes, jettschwarzes Haar, das in einem einzigen dicken Zopf zusammengefasst war. Sie sahen wie Schwestern aus. Sie waren ungefähr von gleicher Größe und gleichem Gewicht. Ich schätzte, dass sie etwa 1,55 groß waren und 150 Pfund wogen. Die eine war von sehr dunklem Teint, beinahe schwarz. Die andere war von viel hellerer Hautfarbe. Gekleidet waren sie wie typische Indianerfrauen aus Zentralmexiko, mit langen, weiten Kleidern und handgemachten Sandalen. Don Juan befahl mir, 3 Fuß von ihnen entfernt stehen zu bleiben. Er wandte sich der einen Frau zu und hieß mich sie ansehen.
Er sagte, sie heiße Cecilia und sei eine Träumerin. Ohne mir Zeit zu einer Bemerkung zu lassen, drehte er sich plötzlich um und befahl mir, die dunkle Frau zu unserer Rechten anzusehen. Er sagte, sie heiße Delia und sei eine Pirscherin. Die Frauen nickten mir zu, sie lächelten nicht, auch machten sie weder Anstalt, mir die Hand zu reichen, noch eine andere Geste des Willkommens. Don Juan ging zwischen ihnen hindurch, als wären sie die zwei Pfosten einer Tür. Er ging ein paar Schritte weiter und drehte sich um, als warte er darauf, dass die Frauen mich aufforderten, hindurchzugehen. Die Frauen starrten mich eine Weile unverwandt an. Dann bat Cecilia, mich einzutreten, so als stünde ich vor der Schwelle einer wirklichen Tür. Don Juan ging vor mir her zum Haus. An der Haustür begegneten wir einem Mann. Er war sehr schlank. Auf den ersten Blick wirkte er sehr jung, aber bei genauerem Hinsehen zeigte es sich, dass er Ende 50 sein mochte. Er machte auf mich den Eindruck eines alten Kindes, klein, drahtig, mit stechenden dunklen Augen. Er war wie ein Elfengeist, ein Schatten. Don Juan stellte ihn mir als Emilito vor und sagte, er sei sein Kurier, sein Helfer und Gehilfe, der mich an seiner Stelle willkommen heißen würde. Ich hatte von Emilito den Eindruck, als sei er tatsächlich am besten geeignet, um jemanden willkommen zu heißen. Sein Lächeln war strahlend, seine Zähne waren vollkommen ebenmäßig. Er schüttelte mir die Hand oder vielmehr kreuzte er seine Unterarme und ergriff meine beiden Hände. Er schien Freude zu verströmen. Jeder hätte geschworen, dass er begeistert war, mich kennenzulernen. Seine Stimme war sehr sanft und seine Augen funkelten. Wir traten in ein großes Zimmer. Dort war noch eine Frau. Don Juan sagte, sie heiße Teresa und sei Cecilias und Delias Kurier. Sie war etwa Anfang 30, sie sah eindeutig wie die Tochter Cecilias aus. Sie war sehr still, aber sehr freundlich. Wir folgten Don Juan zur Rückseite des Hauses, wo sich eine überdachte Veranda befand. Es war ein warmer Tag. Dort setzten wir uns an einen Tisch und unterhielten uns nach einem frugalen Mahl bis nach Mitternacht. Emilito war der Gastgeber. Er bezauberte und beglückte jedermann mit seinen exotischen Erzählungen. Die Frauen wirkten gelöster. Sie waren großartige Zuhörerinnen für Emilito. Das Lachen der Frauen zu hören war ein köstliches Vergnügen. Sie waren ungemein muskulös, unerschrocken und stark. Irgendwann, als Emilito meinte, dass Cecilia und Delia wie zwei Mütter und Teresa wie eine Tochter zu ihm wären, hoben sie ihn hoch und warfen ihn wie ein Kind in die Luft. Eine der beiden Frauen, Delia, schien die vernünftigere, realistischere zu sein. Cecilia war vielleicht abgeklärter, schien aber mehr innere Kraft zu haben. Sie machte mir den Eindruck, als wäre sie intoleranter oder ungeduldiger. Bei einigen von Emilitos Geschichten schien sie sich zu langweilen, war aber sichtlich gespannt, als er anfing, seine, wie sie es nannte, Geschichten von der Ewigkeit zu erzählen. Er leitete seine Geschichten immer mit dem Satz ein, »Wisst ihr, liebe Freunde, das?« Die Geschichte, die mich am stärksten beeindruckte, handelte von gewissen Wesen, die, wie er sagte, im Universum existierten und die den Menschen ganz ähnlich wären, ohne Menschen zu sein. Wesen, die ganz besessen von der Bewegung und imstande seien, die leisesten Schwankungen in sich selbst oder in ihrer Umgebung zu entdecken. Diese Geschöpfe seien so sensibel, dass es ein Fluch für sie sei, eine so ausgeprägte Wahrnehmung für Bewegungen zu haben. Es schmerzte sie so sehr, dass es ihr sehnlichster Wunsch sei, endlich Ruhe zu finden. Emilito untermischte seine Geschichten von der Ewigkeit mit den scheußlichsten schmutzigen Witzen. Wegen seines unglaublichen Erzählertalentes fasste ich jede seiner Geschichten als eine Metapher auf, als ein Gleichnis, durch das er uns zu belehren suchte. Don Juan sagte, dass Emilito lediglich von Dingen erzählte, die er auf seinen Reisen durch die Ewigkeit erlebt habe. Es sei die Aufgabe eines Kuriers, wie der Kundschafter eines militärischen Stoßtrupps vor dem Nagual herzureisen.
Emily Tosei bis an die Grenzen der zweiten Aufmerksamkeit gelangt und was er unterwegs gesehen habe, teile er nun den anderen mit. Meine zweite Begegnung mit Don Juans Kriegern war ebenso sorgsam arrangiert wie die erste. Eines Tages ließ Don Juan mich auf die andere Bewusstseinsebene überwechseln und sagte mir, dass ich eine zweite Verabredung hätte. Er hieß mich nach Zacatecas im Norden Mexikos fahren. Wir trafen am frühen Morgen dort ein. Don Juan sagte, dass wir nur Zwischenrast machen würden, um uns bis zum nächsten Tag zu entspannen, bevor ich bei meiner zweiten förmlichen Zusammenkunft mit den östlichen Frauen und dem gelehrten Krieger seines Trupps Bekanntschaft machen sollte. Und dann erklärte er mir eine knifflige Entscheidung, die er getroffen hatte. Er sagte, dass wir dem Süden und dem Kurier am Frühnachmittag begegnet seien, weil er durch eine individuelle Auslegung der Regel herausgefunden hatte, dass diese Stunde die Nacht darstellte. Der Süden sei tatsächlich die Nacht, eine warme, freundliche, anheimelnde Nacht, und eigentlich hätten wir die südlichen Frauen nach Mitternacht besuchen sollen, aber dies wäre für mich unheilvoll gewesen, weil meine allgemeine Richtung auf das Licht, auf den Optimismus ziele, ein Optimismus, der sich harmonisch in das Geheimnis der Dunkelheit einfüge. Und genau dies, so sagte er, hätten wir an jenem Tag getan. Wir hätten fröhlich beieinander gesessen und geredet, bis es pechschwarze Nacht war. Ich hatte mich noch gewundert, warum sie nicht ihre Laterne anzündeten. Der Osten hingegen, so sagte Don Juan, sei der Morgen, das Licht, und wir würden den östlichen Frauen am Morgen des folgenden Tages begegnen. Vor dem Frühstück gingen wir zur Plaza und setzten uns auf eine Bank. Don Juan sagte mir, ich solle dort sitzen bleiben und auf ihn warten, während er einige Besorgungen machte. Er ging fort und kurz nachdem er gegangen war, kam eine Frau und setzte sich ans andere Ende der Bank. Ich beachtete sie nicht weiter und begann eine Zeitung zu lesen. Einen Augenblick später gesellte sich eine andere Frau zu ihr. Ich wollte mich auf eine andere Bank setzen, aber mir fiel ein, dass Don Juan ausdrücklich gesagt hatte, ich solle dort sitzen bleiben. Ich wandte den Frauen den Rücken zu und hatte sogar schon vergessen, dass sie überhaupt da waren, denn sie waren so still, als ein Mann vor mir stehen blieb und sie begrüßte. Aus ihrem Gespräch wurde mir klar, dass die Frauen auf ihn gewartet hatten. Der Mann entschuldigte sich für sein Zuspätkommen. Offenbar wollte er sich hinsetzen. Ich rückte zur Seite, um ihm Platz zu machen. Er dankte mir überschwänglich und entschuldigte sich dafür, dass er mir Unannehmlichkeiten bereite. Er sagte, dass sie sich völlig verloren in dieser Stadt fühlten, weil sie vom Lande wären, und dass sie einmal in Mexico City gewesen und beinahe im Verkehr umgekommen seien. Er fragte mich, ob ich in Zacatecas lebe. Ich verneinte und wollte unser Gespräch sogleich beenden, aber sein Lächeln hatte etwas Gewinnendes. Es war ein alter Mann, bemerkenswert fit für sein Alter. Er war kein Indianer. Er schien ein Gentleman-Farmer aus einer ländlichen Kleinstadt zu sein. Er trug einen Anzug und hatte einen Strohhut auf. Seine Gesichtszüge waren sehr fein. Seine Haut war beinahe durchsichtig. Er hatte eine hochgewölbte Nase, einen schmalen Mund, einen perfekt gepflegten weißen Bart. Er sah unheimlich gesund aus und doch wirkte er gebrechlich. Er war von mittlerer Statur und gut gebaut, und doch wirkte er irgendwie schmächtig, beinahe ausgemergelt. Er stand auf und stellte sich vor. Er sagte mir, er heiße Vicente Medrano und sei nur für diesen einen Tag geschäftlich in der Stadt. Dann wies er auf die zwei Frauen und sagte, es wären seine Schwestern. Die Frauen standen auf und blickten zu uns her. Sie waren sehr schlank und von dunklerem Ton als ihr Bruder. Auch waren sie viel jünger. Die eine hätte seine Tochter sein können. Ich bemerkte, dass ihre Haut anders war als die seine. Sie war ausgetrocknet. Die beiden Frauen sahen sehr gut aus. Genau wie der Mann hatten sie sehr feine Gesichtszüge. Ihre Augen waren klar und friedlich. Sie waren etwa 1,55 groß. Sie trugen Kleider von bester Maßarbeit. Aber mit ihren Kopftüchern, ihren flachen Schuhen und dunklen Baumwollsocken sahen sie eher aus wie wohlhabende Bäuerinnen. Die ältere schien um die 50 Jahre zu sein, die jüngere um die 40.
Der Mönch stellte mich ihnen vor. Die ältere Frau hieß Carmela, die jüngere Hermelinda. Ich stand auf und schüttelte ihnen kurz die Hand. Ich fragte sie, ob sie Kinder hätten. Diese Frage war für mich immer die sicherste Eröffnung eines Gespräches. Die Frauen lachten und fuhren sich gleichzeitig mit den Händen über den Bauch, um mir zu zeigen, wie schlank sie waren. Der Mann erklärte mir ruhig, dass sie alte Jungfern seien und er selbst ein alter Junggeselle. In halb scherzhaftem Ton vertraute er mir an, dass seine Schwestern unglücklicherweise zu männlich seien, dass ihnen die Weiblichkeit fehle, die eine Frau begehrenswert macht, und dass sie daher keine Ehemänner gefunden hätten. Ich sagte, umso besser für sie, wenn man an die untergeordnete Rolle der Frau in unserer Gesellschaft dächte. Die Frauen widersprachen mir. Sie sagten, sie hätten gar nichts dagegen einzuwenden gehabt, Dienerinnen zu sein, wenn sie nur Männer gefunden hätten, die ihr Herr sein wollten. Die Jüngere sagte, das eigentliche Problem sei, dass ihr Vater sie nicht richtig gelehrt habe, sich wie Frauen zu benehmen. Der Mann bemerkte mit einem Seufzer, ihr Vater sei so dominierend, dass er auch ihn daran gehindert habe, zu heiraten, indem er absichtlich unterließ, ihn das Verhalten eines Macho zu lehren. Alle drei seufzten und blickten düster drein. Ich wollte lachen. Nach langem Schweigen setzten wir uns wieder, und der Mann sagte, dass ich, wenn ich noch ein wenig auf dieser Bank sitzen bleibe, Gelegenheit haben würde, ihren Vater kennenzulernen, der für sein fortgeschrittenes Alter noch immer sehr guter Dinge sei. In schüchternem Ton fügte er hinzu, ihr Vater werde sie zum Frühstück ausführen, denn sie selbst hätten nie Geld bei sich. Ihr Vater habe die Hand auf dem Geldbeutel. Ich war entgeistert. Diese alten Leutchen, die so stark wirkten, waren in Wirklichkeit schwache, abhängige Kinder. Ich sagte ihnen auf Wiedersehen und stand auf, um zu gehen. Der Mann und seine Schwestern beharrten, ich solle bleiben. Sie versicherten mir, dass ihr Vater erfreut wäre, wenn ich mit ihnen zum Frühstück käme. Ich wollte ihren Vater nicht kennenlernen und doch war ich neugierig. Ich erzählte ihnen, dass auch ich auf jemanden wartete. Plötzlich fingen die Frauen an zu kichern und brachen dann in ein brüllendes Gelächter aus. Auch der Mann lachte hemmungslos heraus. Ich kam mir blöde vor. Ich wollte fort. In diesem Augenblick tauchte Don Juan auf und ich durchschaute ihr Manöver. Ich fand es nicht mehr spaßig. Alle standen wir auf. Sie lachten noch immer, während Don Juan mir sagte, dass diese Frauen der Osten seien, dass Carmela die Pirscherin und Hermelinda die Träumerin sei, dass Vicente der Kriegergelehrte und sein ältester Gefährte sei. Als wir die Plaza verließen, schloss noch ein Mann sich uns an, ein großer, dunkelhäutiger Indianer, vielleicht etwas über die 40 Jahre. Er trug Levi's Jeans und einen Cowboyhut. Er wirkte furchtbar stark und verdrossen. Don Juan stellte mich ihm vor. Er sagte, er heiße Juan Tuma und sei Vicentes Kurier und Forschungsassistent. Wir gingen zu einem Lokal ein paar Häuserblocks entfernt. Die Frauen nahmen mich in die Mitte. Carmela sagte, dass sie hoffe, ich sei über ihren Scherz nicht beleidigt und dass sie die Wahl gehabt hätten, sich einfach mir vorzustellen oder mich ein wenig an der Nase herumzuführen. Was sie denn dazu brachte, mich an der Nase herumzuführen, sei meine ganz überhebliche Haltung gewesen, als ich ihnen den Rücken kehrte und mich auf eine andere Bank setzen wollte. Hermelinda fügte hinzu, dass man ganz demütig sein müsse und nichts zu verteidigen haben dürfe, nicht einmal die eigene Person, dass die eigene Person geschützt, aber nicht verteidigt werden solle und dass ich, indem ich so arrogant zu ihnen war, mich nicht geschützt, sondern verteidigt hätte. Ich war zum Streiten aufgelegt. Ich war ehrlich empört über ihre Maskerade. Ich begann zu schimpfen, aber bevor ich ihnen meinen Standpunkt erklären konnte, kam Don Juan an meine Seite. Er sagte den beiden Frauen, sie sollten meine streitlustige Laune ignorieren, denn es brauche sehr lange Zeit, um sich von dem Müll zu befreien, den ein leuchtendes Wesen in dieser Welt aufsammelt. Der Besitzer des Lokals, in das wir gingen, kannte Vicente und hatte für uns ein aufwendiges Frühstück vorbereitet. Sie alle waren bester Laune, aber ich konnte meine Grübeleien nicht verwinden. Dann begann Juan Tuma, von Don Juan aufgefordert, über seine Reisen zu sprechen.
Er war ein sachlicher Mann. Ich ließ mich von seinem trockenen Bericht über Tatsachen faszinieren, die mein Begriffsvermögen überstiegen. Am meisten faszinierte mich seine Schilderung gewisser Licht- und Energiestrahlen, die angeblich kreuz und quer die Erde überzogen. Er sagte, dass diese Strahlen nicht in Bewegung seien, wie alles andere im Universum, sondern ein starres Muster bildeten, ein Muster, das Hunderten von Punkten im leuchtenden Körper entspreche. Herr Melinda fasste dies so auf, als befänden alle diese Punkte sich in unserem physischen Körper. Juan Tuma erklärte, da der leuchtende Körper sehr groß sei, befänden manche dieser Punkte sich in Wirklichkeit 3 Fuß entfernt vom physischen Körper selbst. In gewissem Sinn befänden sie sich außerhalb von uns und wären es doch nicht. Sie befänden sich am Rande unserer Leuchtkraft und gehörten daher gleichwohl zum ganzen Körper. Der wichtigste dieser Punkte sei etwa 1 Fuß von der Magengrube entfernt, im 40-Grad-Winkel rechts von einer imaginären, direkt von der Körpermitte ausgehenden Linie. Juan Tuma erzählte uns, dass dies ein Zentrum sei, wo sich die zweite Aufmerksamkeit sammele, und dass es möglich sei, sie zu manipulieren, indem man die Luft an dieser Stelle sanft mit den Handflächen streichle. Während ich Juan Tumas Erzählungen lauschte, vergaß ich meinen Ärger. Bei meiner nächsten Begegnung mit Don Juans Welt lernte ich den Westen kennen. Er ermahnte mich immer wieder, der erste Kontakt mit dem Wesen sei ein höchst bedeutsames Ereignis, denn auf diese oder jene Weise entscheide er darüber, was ich anschließend tun sollte. Er machte mich darauf aufmerksam, dass es ein anstrengendes Ereignis werden würde, besonders für mich, der ich so steif sei und mich so wichtig nehme. Er sagte, dass man sich dem Westen natürlich in der Abenddämmerung nähern müsse, einer Tageszeit, die schon an sich schwierig genug sei, und dass seine Kriegerinnen des Westens sehr stark, verwegen und regelrecht verrückt seien. Bei dieser Gelegenheit, wenn ich mit dem Westen Bekanntschaft machte, würde ich auch den männlichen Krieger kennenlernen, der Mann hinter den Kulissen war. Don Juan empfahl mir, äußerste Vorsicht und Geduld walten zu lassen. Nicht nur seien die Frauen toll und verrückt, sondern sie und der Mann seien die mächtigsten Krieger, die er kannte. Sie seien, wie er meinte, die höchste Autorität in Dingen der zweiten Aufmerksamkeit. Eines Tages beschloss er, anscheinend unvermittelt, dass es Zeit sei, sich auf die Reise zu machen, um die westlichen Frauen zu besuchen. Wir fuhren in eine Stadt im Norden Mexikos. Bei Anbruch der Dämmerung hieß Don Juan mich vor einem großen, unbeleuchteten Haus am Rande dieser Stadt anhalten. Wir stiegen aus und gingen zur Haustür. Don Juan klopfte ein paar Mal an. Niemand machte auf. Ich hatte das Gefühl, wir wären zur falschen Zeit gekommen. Das Haus schien leer. Don Juan klopfte weiter, bis er anscheinend müde wurde. Er bedeutete mir, ich solle weiter klopfen. Er befahl mir, ununterbrochen weiterzumachen, weil die Leute, die in diesem Haus wohnten, schwerhörig seien. Ich fragte ihn, ob es nicht besser wäre, später oder am nächsten Tag wiederzukommen. Er befahl mir, weiter an die Tür zu klopfen. Nach scheinbar endlosem Warten begann die Tür sich langsam zu öffnen. Eine unheimlich wirkende Frau steckte den Kopf heraus und fragte mich, ob ich die Absicht hätte, die Tür einzuschlagen oder die Nachbarn und ihre Hunde aufzuwecken. Don Juan trat vor und wollte etwas sagen. Die Frau kam heraus und schob ihn mit einer kräftigen Bewegung beiseite. Sie fuchtelte mit den Fingern vor meinem Gesicht und schrie, ich benähme mich, als gehörte mir die ganze Welt, als gäbe es außer mir niemanden. Ich protestierte und meinte, ich hätte nur getan, was Don Juan mir aufgetragen hatte. Die Frau fragte immer wieder, ob mir vielleicht aufgetragen worden sei, die Tür einzuschlagen. Don Juan versuchte, sich einzumischen, wurde aber immer wieder beiseite geschoben. Die Frau sah aus, als sei sie gerade aus dem Bett gestiegen. Sie war ganz in Unordnung. Unser Klopfen hatte sie vermutlich geweckt und sie hatte wohl rasch ein Kleid aus ihrem Wäschekorb übergestreift. Sie war barfuß. Ihr Haar war ergraut und schrecklich zerzaust. Sie hatte rote Knopfaugen. Sie war eine hässliche Frau, aber irgendwie sehr eindrucksvoll. Sie war ziemlich groß, etwa 1,72, von dunklem Haar und enorm muskulös.
Ihre nackten Arme zeigten knotige, harte Muskeln. Ich bemerkte, dass sie schön geformte Waden hatte. Sie maß mich von oben bis unten mit den Augen. Sie war eine große Frau, sie überragte mich. Sie brüllte, sie habe von mir noch keine Entschuldigung vernommen. Don Juan flüsterte mir zu, ich solle mich laut und deutlich entschuldigen. Nachdem ich das getan hatte, lächelte die Frau. Sie wandte sich Don Juan zu, umarmte ihn, als ob er ein Kind wäre. Sie brummelte, er hätte mich nicht klopfen lassen dürfen, weil mein Schlagen gegen die Tür zu unstet und störend gewesen sei. Sie hielt Don Juan am Arm und führte ihn ins Haus, wobei sie ihm über die hohe Schwelle hinweg half. Sie nannte ihn »mein liebes Alterchen«. Don Juan lachte. Ich fühlte mich abgestoßen, als ich sah, dass er so tat, als wäre er über das absurde Benehmen dieser schrecklichen Frau entzückt. Nachdem sie dem lieben Alterchen über die Schwelle geholfen hatte, wandte sie sich nach mir um und machte eine Handbewegung, als wolle sie mich wie einen Hund wegscheuchen. Sie lachte über mein überraschtes Gesicht. Ihre Zähne waren groß, ungleichmäßig und verschmutzt. Dann schien sie sich anders zu besinnen und befahl mir einzutreten. Don Juan ging auf eine Tür zu, die ich am Ende einer dunklen Halle kaum erkennen konnte. Die Frau beschimpfte ihn, er wisse nicht, was er tue. Sie führte uns durch einen weiteren dunklen Flur. Das Haus wirkte riesig und es gab darin keine einzige Lampe. Die Frau öffnete die Tür zu einem sehr großen Zimmer, beinahe leer, bis auf zwei alte Lehnsessel in der Mitte, unter der schwächsten Glühbirne, die ich je gesehen hatte. Es war eine altmodische, längliche Birne. In einem der Sessel saß eine andere Frau. Die erste Frau setzte sich auf eine kleine Strohmatte am Boden und stützte sich mit dem Rücken gegen den anderen Sessel. Sie zog die Schenkel gegen die Brust an und entblößte sich völlig. Sie trug keine Unterhosen. Ich starrte sie verblüfft an. In hässlich barschem Ton fragte die Frau mich, warum ich ihre Vagina anstarre. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte und stritt die Tatsache einfach ab. Sie stand auf und schien im Begriff, mich zu schlagen. Sie verlangte, ich solle sagen, dass ich sie angegafft hatte, weil ich noch nie im Leben eine Vagina gesehen hätte. Ich fühlte mich schuldig. Ich war tief verlegen und ärgerte mich, weil ich mich so blödsinnig hatte ertappen lassen. Die Frau fragte Don Juan, was für ein Nagual ich eigentlich sei, wenn ich noch nie im Leben eine Vagina gesehen hätte. Dies wiederholte sie immer wieder in höchster Lautstärke kreischend. Sie rannte im Zimmer umher und blieb dann neben dem Sessel stehen, wo die andere Frau saß. Sie rüttelte sie an den Schultern, zeigte auf mich und sagte, dass ich ein Mann sei, der noch nie im Leben eine Vagina gesehen habe. Sie lachte und verhöhnte mich. Ich fühlte mich gedemütigt. Ich fand, dass Don Juan etwas unternehmen sollte, um mir diese Demütigungen zu ersparen. Ich erinnerte mich daran, dass er mir gesagt hatte, diese Frauen seien toll und verrückt. Er hatte noch untertrieben. Die eine war jedenfalls reif fürs Irrenhaus. Ich blickte Don Juans Hilfe und Rat suchend an. Er schaute weg. Anscheinend war er ebenso in Verlegenheit wie ich, obwohl es mir schien, als hätte ich ein boshaftes Lächeln um seinen Mund spielen sehen, das er rasch zu verbergen suchte, indem er den Kopf abwandte. Die Frau legte sich auf den Rücken, zog ihren Rock hoch und befahl mir, nach Herzenslust hinzusehen, statt verstohlene Blicke zu werfen. Nach dem Hitzegefühl in meinem Kopf, meinem Hals zu urteilen, musste ich hochrot im Gesicht sein. Ich war so wütend, dass ich fast die Beherrschung verlor. Ich hatte gute Lust, ihr den Schädel einzuschlagen. Die Frau, die bis dahin ruhig im Sessel gesessen hatte, stand plötzlich auf, packte die andere an den Haaren und zog sie anscheinend mühelos mit einer einzigen Bewegung auf die Füße. Sie starrte mich aus halbgeschlossenen Augen an. Sie kam bis auf ein paar Zentimeter an mein Gesicht heran. Sie roch überraschend frisch. Mit schriller Stimme sagte sie, wir sollten jetzt endlich zur Sache kommen. Beide Frauen drangen jetzt unter dem Licht der Glühbirne auf mich ein. Sie sahen einander nicht ähnlich. Die zweite Frau war älter oder wirkte jedenfalls älter. Ich bemerkte, dass ihr Gesicht mit einer dicken Puderschicht bedeckt war, was ihr das Aussehen eines Clowns gab. Ihr Haar war sauber zu einem Knoten zusammengefasst. Sie wirkte ruhig bis auf ein dauerndes Zittern ihrer Unterlippe und ihres Kinns. Beide Frauen waren gleich groß und wirkten gleich kräftig. Sie reckten sich bedrohlich vor mir auf. Lange starrten sie mich an. Don Juan tat nichts, um sie in ihrer erstarrten Haltung zu stören. In der Art, wie sie mich musterten, lag eine unleugbare Ähnlichkeit.
Die ältere Frau nickte mit dem Kopf und Don Juan sagte mir, sie heiße Sulaika und sei eine Träumerin. Die Frau, die uns die Tür geöffnet hatte, hieß Soila und sie war eine Pirscherin. Sulaika fuhr mich an und fragte mich mit papageienähnlicher Stimme, ob es wahr sei, dass ich noch nie im Leben eine Vagina gesehen hätte. Don Juan konnte sich nicht länger beherrschen und fing an zu lachen. Ich gab ihm mit einer Geste zu verstehen, ich wisse nicht recht, was ich darauf sagen sollte. Er flüsterte mir ins Ohr, es sei besser für mich, wenn ich sagte, dass ich noch keine gesehen hätte. Sonst müsse ich darauf gefasst sein, Sulaika eine Vagina zu beschreiben, denn dies würde sie als nächstes von mir verlangen. Ich gab also Sulaika die entsprechende Antwort und sie sagte, ich täte ihr leid. Dann befahl sie Soila, mir ihre Vagina zu zeigen. Soila legte sich unter der Glühbirne auf den Rücken und spreizte die Beine. Don Juan lachte und keuchte. Ich flehte ihn an, mich aus diesem Irrenhaus fortzubringen.